Kanal in den nächsten Tagen, richtig? Genau, ich nehme jetzt die Sachen auf. Dann können die Leute theoretisch gucken, wie das Gegenüber war sozusagen, wenn sie sich gerade ein, zwei spannende Spiele bei dir sehen im Endeffekt, wollen, können sie mal die andere Perspektive einsehen. Und beim nächsten, übernächsten Mal werden wir dann wahrscheinlich so machen, dass wir beide live sind, ob dann beide auf YouTube oder der eine auf Twitch, dann auf YouTube, müssen wir mal schauen, das quatscht man dann auch. Gut, Sozusagen also für den abstimmen. Moment bleibt es hierbei, aber ihr könnt euch schon mal merken oder ihr könnt schon mal den Kanal von Martin auch abonnieren. Da habt ihr dann demnächst das Special mit Andö aus beiden Perspektiven. Ja, und dann würde ich sagen, Mensch, leg doch mal los. Ich warte hier wieder nur auf Achso, dich. Du ich bin die Bremse. bist die Bremse. So, komm mal her. Typische Andö-Hand sieht stark aus, aber ist leider nichts. Schon gar nicht, wo der Martin schon gleich 18 ruft. Gleich im ersten Ja, Spiel. Was ist denn da los? wir müssen doch Spielanteil entsprechend gestalten. Spielanteile entsprechend gestalten. Ja, viel Erfolg dabei. Wir öffnen mal ganz, ganz easy. Ja, war mal wieder klassisch. Ass König hat schon mal hingehauen. Was sehen wir? Fünf Trümpfer mit Herz, Ass König, Kreuz zu dritt und noch Karo Ass Dame. Naja, da ist wahrscheinlich Kreuz 10, Karo Dame gedrückt. Wobei, muss man sagen, Trümpfe sind natürlich schwach wie nur irgendwas, ne? Was hast du denn da gleich Das wieder sind für eine nicht die Lär allerbesten auf jeden Was Fall, hast um du es mal denn da schon wieder vorsichtig. für eine Lerche losgemacht? Ja, das ist eine. Herz-König-Eröffnung war ja schon mal nicht schlecht. So, wie gehen wir denn jetzt mal an die Sache ran? Ich glaube, ich muss ja erstmal, ich glaube, ich sollte erstmal von hier wieder übernehmen. Und wahrscheinlich machen wir nichts kaputt, wenn wir dich jetzt noch mal ein Herz einspielen, denn das ist ja sowieso in Kind gefallen, in Brunnen gefallen, das Kind. So. Jetzt zieht er den Blanken und jetzt kommt Kreuz König oder was? Nee, Nein. Kreuz 9. Nee, noch nicht. Nein, wir setzen uns erstmal nach hinten, glaube ich. Jetzt mal. Was haben Wenn wir denn? 13, 17, du die 13 gedrückt 35, hast. 43. Nochmal Trumpf. So, Karo 10 ist tot, aber ich glaube, das Beste, was ich jetzt noch machen kann. Kreuz oben unten spielen. Ich meine, du kannst theoretisch natürlich auch, so, nee, ist es ja Quatsch, wenn du Kreuz Lusche gedrückt hast, das wäre sogar noch besser. So, was mal passiert, wenn ich Kreuz oben unten spiele? Karo 10 kriegst du noch. Ich habe so, was haben wir liegen? 14, 25, 36, 39. Von dir kriege ich doch noch. Ach, ich glaube, es gibt keine bessere Fortsetzung. Ich zähle es mal jetzt nicht durch. Es ist ganz knapp natürlich. Es gibt jetzt, glaube ich, keine bessere Fortsetzung. Deswegen spielen wir es einfach mal so. Wupp. Kriege ich noch die Pik da? Nee, Pik Dame habe ich nicht bekommen. Ne? Dann habe ich, glaube ich, 57 oder was. Ne? Ja. Kreuz König vermieden. Muss ich den Pik König legen. Und dann doch die Karo 10 direkt anbieten. Kann gut sein. Kann gut sein, dass ich den da wegen dem einen Bild wieder verballert habe. Ich glaube, du musst von Was? rechts, weil musst du, aber dann kriege ich Pik König. Ne? Du kannst doch Herz 10 vorstechen, aber das hilft allen viel. Das ist nicht die Nee, Lösung. wenn, dann muss ich auf den zweiten Trumpf jetzt Pik König geben, damit quasi einen Trumpfstich aufgeben und dann direkt die sowieso tote Karo 10 hinlegen, kannst du stechen und dann kriege ich den Kreuz König. Ne? Bin mir Kriegst du nicht den Kreuz König? Den kannst du dir holen, König, klar, dann logisch. kann ich dann allerdings wieder. Ja, ich glaube, dann sind es genau die vier Augen. Der Trumpfstich hat mir. Nee, da sind dann auch wieder zwei Augen. Da muss ich dafür den bap, 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 nee, wahrscheinlich. Ich glaube, ich gewinne ihn dann. Das war schon wieder. Aber gut, komm her. Wir sind ja erst im Warm-up. Ne? Das Wir gilt sind auch erst für im mich. Warm-up. Wir spielen einen klassischen schönes Peak. Doppelt offen. So, und dann kann man nochmal einen abspielen, glaube ich. Boah, glaubst du schon, ne? Ich glaube, der sieht aber relativ. Ach, jetzt verklicke ich mich hier. Nö, Oh, legendär. ist auf Ich jeden schenke Fall mal hier. schön. Mehr als den einen, mehr als Schneider war da, glaube ich, sowieso nicht drin. So. So, wir sagen weiter 18. Okay, du Das hast ist nicht jetzt. gut. Das ist gut. Ich will auch mal. Das kann doch nur gut für dich sein. Das kann nur gut für mich sein, ja.
So, verdeckt ist alles klar, da würde man es so machen. Beim Undo müssen wir es natürlich mal so rum machen. Oh, vier Trümpfe. Vier Trümpfe auch noch. Und die Vollen stehen andersrum. Guck dir Ich mal mach die das. schöne Karte von der Umi an, da du. Ich mach das erstmal so. Ja, du schleppst sogar die Karo Dame Ja, mit. hallo. Wir schleppen hier alles mit. Ich mache erstmal Hinterindisch. Hinterindisch. Das ist ja wirklich nicht viel hier für auf drei Augen. Nee, das ist nicht viel. Das machen wir mal so. Das war so ein kleiner. Oh Mann, ey, Martin. Martin! Hast du wirklich Asskönig drin? Nee, ich glaube Nee, nicht. das wäre ja schön. Warum Ja, habe ich es man muss nicht doch drin? analysiert. Relativ sicher. Also du hast dich schon drauf festgelegt dann. Vielleicht Also muss ich konnte direkt es. Kreuz sogar spielen. Ist sogar wahrscheinlich ein Ding. Ein Ticken besser. Weil dann, gut, jetzt hätte ich theoretisch Pik Lusche spielen können und mich trotzdem noch raten lassen können und mit Asskönig direkt mitnehmen. Das wäre eine coole Variante gewesen. Jetzt können wir doch so spielen Mit Ass König, mit einem Ass mitnehmen, das wäre ein Bluff, sogar. der einfach nur Irrsinn im Prinzip ist. Ne? Der Wozu wäre hätte ich das gut. dann? Der wäre Ja, richtig gut, gut. aber wozu hätte man das machen sollen? Wozu hätte man das machen sollen? Okay, komm her, jetzt Pik Lusche. Ich habe immer noch Kreuz König oben, weißt du doch. Ja, klar, Jetzt kommt der logisch. Einstich. Zack, Busch. Jetzt kommt der Einstich. Zack, die Bohne. Es wird mehr. Da will noch extra her haben. Mann, das war aber auch wieder eine dusselige Findung. Ja, Mann, aber ich glaube, ich gewinne das Ding sofort, wenn ich jetzt Pik 10 unten habe. Ne? Es ist manchmal so, ja, dann hat man beim nächsten Mal wieder, steht das Ass blank oder Trumpf ganz glatt. Pik steht 2-2 und Kreuz 10 steht vor dir. Relativ große Siegchancen haben. Platz 7 Komm, ich lasse erobern. dich mal erstmal ein bisschen rumtoben. Ja, muss man doch. Wir machen Karo. Karo, 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 Karo. Kreuz, wir Karo, greifen Karo. Knarro. So, was haben wir denn da jetzt? Sechs Trumpf, Kreuz, Ass, Lusche und dann Pik, Dame, Blank wahrscheinlich gedrückt. Und wahrscheinlich soll die Kreuz, Lusche gedrückt und Herz, 10, König, Lusche oben. Ne? Wobei ich schon wieder sehe, das können wir sowieso nicht schlagen. Das könnten wir nicht schlagen. Ich glaube, ich muss schon hoffen, dass du die Kreuz, Lusche oben hast. Ja, Wahrscheinlich aber ist ist es nicht. nicht. Ist aber nicht. Dann spiele ich jetzt Pik 8. Mal gucken, was jetzt passiert, ob du Mal gucken, was aufgibst. du darauf machst. Bring dich komplett aus dem Konzept. Der spielt noch Trumpf, Mensch. Der Einmal geht spielt noch noch. Trumpf. Einmal geht noch. Ja, ich fürchte, komm her. Komm, Pik 10 im Angebot, Friedensangebot. Jetzt kommt Herz, ne? Ist klar. Ich bleib mal weg, obwohl es vier Augen mehr sind, aber vielleicht hole ich Du kriegst mir dann dann nur ja. Kreuz und hat 10 für mich aus. Was Vielleicht kriegst kriege du? ich dann ja gleich noch Compensation dafür. So, sind wir mal wieder sowas von gut rausgekommen. Ja. Musste man also Die unbedingt bis zu Karte wird Ende nicht spielen. schlechter und der ist theoretisch. Krank doppelt. Oh ja, das ist der mit 61, ne? Korrekt, Obwohl, Domendo. ich glaube, naja, die Vollen stehen schlecht. Ansonsten kommen wir dahin, dass eine ganze Menge fallen. Aber ich habe ja hier überhaupt nicht einen Vollen. Das ist ja wohl wirklich. Pik 10 schläft noch. Das ist ja widerlich. Naja, gut, okay. 17, lalalala. Und dann können wir den einen Stich, können wir dir auch schenken. Ja. Hep. Martin, was ist denn hier los? Haben wir schon einen eingepasstes? Das gibt es ja überhaupt nicht. Ach, den spiel ich sogar Das zweimal ist ja offen. bald nicht zu fassen hier. Oh ja, der sieht gut aus. Der ist natürlich ein schönes Ein Zwei-Farben-Spiel. bisschen was Dann gedrückt auch noch. Dann spiele legen ich wir aber. mal Karo König und Herz 10. 27. Ja. Kreuz zu dritt ist natürlich schon mal nett, aber wenn Trumpf nicht irgendwie mindestens zu viert, wenn nicht zu fünft steht, dann ist das natürlich auch wieder alles sehr, sehr bescheiden. Ich spiele heute einfach noch mal ein paar Züge. Ja, ich kann mit dem nächsten einfach was holen. Jetzt so, wenn ich als König stich. Du spielst ja Karo Dame, Nö, ich ne? spiele jetzt König. Komm hier, ich gebe dir das Auge. Rumpf darf ich nicht schubsen, sonst hast du Rest. Schubst dich doch mal einen Trumpf rein. Hep.
glaube, ich habe Rest. Ich glaube, du hast 70. Tatsächlich. Oh, wieder mal so eine richtig schöne Du so nach. Ey, da man eingepasst ist. Ui, sagt er schon. Jetzt halte ich einfach mal. Aber ich bin natürlich hier auf ganz wackeligen Füßen unterwegs. Die Spiele ohne 4, ohne 5, ohne 6, die sind beim Mondeux halt noch eine Runde heikler als die. Also die mit 3 und 4 aufwärts, die lassen sich einfach leichter spielen. Karo doppelt offen. Ja, der sieht ja auch. Herz Der Dame sieht noch ja auch gedrückt. ziemlich Herz Dame noch gedrückt. Ja, dann werde ich doch komplett irre. Schade, dass du Kreuz Ass nicht hast. Gut, Ah. ich kann dir sagen, ich Kommst wie raus der, sogar, wirklich. ja, ich kann einen einfach gewonnen dir anbieten. Ja. Das wäre ein Handspiel gewesen beim bei der anderen Variante. Mensch, bin ich froh, dass wir hier im Warm-up sind. Stell dir mal vor, das würde zu unserem echten Battle gehören. Das ist ja alles Ja. schon wieder. Und immer wenn ich so Das ein Blatt habe, wo man mal wird irgendwie 18 bieten könnte, dann bist du selber schon am Reizen. Hier, halt sie Ja. fest. Irgendwann, ich glaube, wie heißt das, in den Lauf geschossen, weil ich den ersten nicht umgebogen habe. Wegen dem dusseligen Kreuzkönig Herz einmal offen. Okay, erstmal Karo Ass. So, Pik König blank gedrückt, deswegen eine Karo Lusche oben. Und dann. Korrektum. Und dann. Sehen wir wieder dieses Trumpf-Batterie-Elend da, du, das ist doch alles zum. Jetzt kann ich ihn sogar schleifen. Ja, wollte ich nicht rüberkommen, aber was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich kann ja nichts machen. Guck mal, da sticht er hoch. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Ist mir gerade eingefallen so. Schade. Jedes Mal, wenn ich was hab, hat er plötzlich auch was zu. Jetzt reizt dagegen. Jetzt wird's kriminell. Glaube, du machst so viele Punkte, weil du mitbekommen hast, dass ich hier mit 1 Cent spiele, was du sonst ja gar nicht machst. Und damit du auf deinen Stundensatz kommst, musst. Ich spiele die So. Variante immer aggressiver. Das ist so. Dieses 5-Festbetrag nach hat er 0 wäre. Hat der Nullu-Wehr? Hat der Nullu-Wehr? Ja, hat der Nullu-Wehr? Ja, Guck dir mal an, wie sich hat die Omi da voll gesogen hat. Die Karte hättest du bei mir auch nicht sehen wollen. So, jetzt wird in die andere Richtung galoppiert. jetzt galoppierst du los. Das hauen wir Auf weg. einem goldenen Regenbogen. Oh, das ist Das auch wieder ist so zu ein wenig. typisches Ding. Ja, bei mir auch. Leider, leider, leider. Ein zu wenig. So, ab jetzt wird. Oh. Gehen in Du Verwaltungsmodus. gehst in den Verwaltungsmodus. Ich brauche Oh. hiervon nur noch so 6, 7 Spiele und dann ist wieder alles fair. Das ist Guck nicht mal an, gut. Vor den nehme ich doch allem mal mit. der lag ja gar nicht schlecht auch noch. Da war schon vorne Maschine und Ja, dann lag noch ein bisschen was. ich hatte vorher schon. So, guck mal, aber wenn man hinten liegt, dann muss man die auch 18 sagen. Ab jetzt darf nicht mehr schlecht drin liegen. So, komm her. Machen wir, ohne zu sehr drüber nachzudenken. Der ist gar nicht unverlierbar natürlich, aber bei den meisten Verteilungen geht der schon gut hoch. Das war natürlich ein Aufschlag, der mich Aufschlag nach freut. Mass. Und dann noch Kreuz 10 blank. Gut, man könnte sagen, Mensch, du, die Drillinge sitzen da wieder, aber das ist ja in dem Fall gar nicht so dramatisch ist das in dem Fall nicht. Ich denke, ich komme raus. Du denkst, du kommst Ich raus, weiß, dass ich 15 in rauskomme. Ding. Ja, du kommst raus, dann bin ich einverstanden. Lass nochmal die versuchen. Und Ich schon holt versuch er mal. auf, wie ein hoppt Wie sich ein ran. geölter Blitz. So, zack. Der schaut auch nicht schlecht aus, wenn Ja, ich ich habe auch ehrlich schön die bin. Piklusche jetzt aus Versehen unten. Damit Ja, habe ich was ja. deiner Kosmetikfehler, dass ich halt rauskommen würde. Oder komme ich überhaupt raus halt? Und ich glaube, ja, durch den Abstich, klar, Ja, logisch. mit den 4 Trümpfen würde ich schon sagen, dass die Ja. Chance gegeben war. So, was haben wir denn hier? Das ist ja auch mal wieder lustig. Da ist Das ist ja lustig. Martin, denk dran, Verwaltung. Oh, lacht tatsächlich Pik Bube. Verwaltungsmodus. Wir sind ja bei 36 Spielen, ne? Ich ja, ich bin glaube, noch. Ich glaube mir, dass es gut geht. du kannst es nicht bis zu Ende verwalten. Ich überhole dich Na, wahrscheinlich wobei. dann Vielleicht arbeitest du mal richtig in die falsche Richtung. Das kann auch passieren. Ich laufe in die falsche Richtung. Hast du gesehen, was ich gerade für ein Ding eingepasst habe, dass wir wieder einer mit reingeht? Jetzt Jetzt gucke garantiert ich mir wieder. nachher mal an. Das war ein Rollmops, aber mit einmal Ass 10 dabei und Ui. dreimal Doppeldusche. Mit dreimal Doppellusche ist schlecht. So, da liegt garantiert der Alte, ich schwöre. Na, Nee. alles richtig gemacht.
Wir wollen Ja, ja bis auf nicht in die 300 falsche. Punkte, das ist ja. Ach, das ist auch wieder so ein Ding. Ich sage es ja, die Dinger ohne Vieren, die sind beim Ondu einfach ein bisschen zu schwierig. Guck mal, vielleicht kommst du mir mal entgegen. Nee, das kannst du vergessen. Ja, das kann ich wirklich vergessen. Alter, kann ich das vergessen. Ja, komm her, gib mal einen Stich her und dann. Lag das Bibübchen noch. Ist zu wenig. Oh, da lag gut. Den hätte ich gern genommen. Dann nehmen wir den. Aus taktischen Gründen Spiel 27. Das Spiel mit Pik geschlossen. Das Spiel mit einmal offen. Geschlossen, Ja. also mit Problemen. Naja, weil spielt Ich man einmal bin. offen, weil es keine. Es gibt keine Alternativdrückung. Also schon meine Philosophie von dem Spiel. Aber da ich eher entweder ein Spiel rausnehme oder will ich Ja, natürlich nicht so teuer sitzt auch machen. wieder Ja. zu gut, hast wahrscheinlich, guck mal hier, Trumpf 3-3, Ja. Karo, nichts, nichts los, hast wahrscheinlich wieder die beiden Kreuzen gedrückt, ne? Doch, Guck mal. alternativlos. Deswegen sage ich, das spielt man einmal offen, wenn du irgendwie Pari bist. Das Spiel ist auch nicht schlecht. Herr 10 König Lusche in der Hand steht auch Genau, Trumpf volles 2-2. kriegst du gegen Trumpf 4-2 auch oft. So schlecht ist der Guck gar mal hier, nicht. wir haben gerade 31 jetzt erholt auf diese Karte. Das ist aber auch wirklich wenig. So, jetzt muss ich ja doch nochmal wieder was sagen, auch wenn ich nichts habe. Jetzt kann ich nochmal zeigen, was passiert, wenn man beim Ondu auf Betriebstemperatur kommt. Um nicht zu sagen, auf Zinne. Das sind nämlich, waren schon sehr fragwürdige 18. So, gucken wir mal. Piccoline. Ui. Ich sagte übrigens, unser Kumpel hat Montag bis Donnerstag und der Samstag ist noch da. Was hat denn die Omi da eingepasst? Das ist auch schon ein bisschen unsportlich, ne? Naja, aber Das so ist ist das, was das. passt, das, was beim Mondeux passiert. Witzig ist, ich krieg von da, ich Du glaube, kriegst ich krieg die, übrigens, du gewinnst ich krieg, übrigens. gewinne ich das Ding? Ja, ich Ich glaube krieg schon. auf jeden Fall, also ich krieg auf jeden, die hat sehr viele Volle, ne? Dass ich gewinne, glaube ich jetzt ja ehrlich gesagt gerade noch nicht, aber Na, du auf kannst jeden keinen Fall. Trumpf fassen, das ist gut. Du kriegst jetzt eine volle zu stechen und dann kannst du Ich keinen Trumpf kann ja packen. nur einem, ich kann da jetzt nicht mal mit Trumpf König oder so einen Rotz stechen. Du hast dann hat Ja, irgendwie schon, genau. doch irgendwie ein Trumpf zu viel, würde ich sagen. Mann, 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 wie schade. Den steche ich noch nicht. Ich weiß, ich krieg ja nie mehr als von Du willst mit Trumpf König als eine Lusche. stechen? Trumpf König stechen ist interessant. Nee, geht auch nicht. Blödsinn, Ja, geht und nicht. dann stichst du und hast vier Buben, also Kannst du auch leider. 15 holen, wenn du magst. Ja, das war eigentlich meine, das ist eigentlich meine Idee. Komm, na gut, ich nehme jetzt 10. Ja. Du gewinnst, hast du gesagt. Schade, Nee, war ich aber fast dicht gedacht, dran. also. Ein paar Ja, Volle aber wirst die, du kriegen. ja, leider nicht gegen diese Stärke. So, komm. Ich glaube, in der Runde ist tatsächlich hier ein bisschen die Musik raus. Da müssen wir jetzt keine Experimente mehr wagen. Das war das eine Experiment. Ah. Die Null steht bei mir. Komm, die erste Runde. Ich bin noch diszipliniert. Und ich habe jetzt beim letzten Stream schon kein Spiel verloren. Dann will ich herzlich damit anfangen beim Ja, also wenn du das durchhältst, dann ziehe ich den Hut, aber irgendwann will ich vielleicht auch mal im Gegenspiel eins richtig spielen. Ja, vor Ach, guck mal, allem. jetzt habe ich jetzt hier, jetzt habe ich hier das doppelt offen vergessen oder den Das ist Gang ja zu auch spielen. alternativlos. Ass 10 Dame, Ass blankes Ja, Ass. ich habe Ein jetzt hier Bildchen schnell ist ein Wert. geklickt. Eigentlich muss ich sogar Gang doppelt offen spielen. Oder kann ich, man kann zumindest auch den Gang spielen. Das war jetzt auch ein bisschen lustlos jetzt hier in der Abwicklung. Macht ja nichts. Hier geht weiter die wilde Fahrt. Hast du Ach, Kreuz komme ich oder überhaupt? Ich komme doch Blank raus, oder rausgespielt? sogar? Ja, schon. Ich kann doch jetzt den blanken Ja, Ese spielen, oder? du kannst jetzt Karo spielen. Den sollte ich vielleicht mitnehmen. Den solltest du wahrscheinlich mitnehmen. Jetzt kannst du Ist auch alles Trumpfi. Wumpe, wie ich es mache. Ich kann auch Pik Ass abziehen, bringt mir auch nichts. Hier wird noch angedickt. Dingo-Dongo. Nicht. Nee, zu dürr, zu Zu dürr, zu dürr. dürr. Wir gehen Das machen hier wir nicht. durch, wir gehen hier raus. Okay, also Hiwi. Warm-up-Runde 1:0 für Martin. 1:0 für Martin. So. Ich beantrage doch, dass die Warm-ups Ja, das kann man aber nicht nachträglich. Dann hätte ich ja ganz anders gespielt. Dunkelheit. eingerechnet werden. Ach so.
So, Ja, okay. Ja, gut, Blatt, nee, nee, hier. das nicht, ey. Das fehlt mir jetzt noch nach so einer Runde hier noch. Okay, komm. Nehmen wir das mal aus dem Fenster und machen das schon wieder gut und können das Spiel mal gleich zweimal offen. Ja, das sitzt ja auch wieder alles fair hier. Mal gucken, was du mit Ja, Pik 7 und 8 anfangen kannst. ganz schön viel. Da ist unser 6-Augen-Trumpfstich. Da ist unser 6-Augen-Trumpfstich. So, was machen wir jetzt? Karten in die Luft schmeißen. Ja. Ein Karo-Stich noch. Karo Und sogar dann auf wird 2 nicht Zoll. groß werden. So. Ach komm, wir gehen mal rein, wir es einen verlieren, vielleicht mal. Was ist passiert? Regenbogenlicht, schwache Leistung, Daniel. Danke, mein Lieber. Bitte. Kennst du den Trick, wo man sich dusseliger stellt, als man ist? Mein Lieber, du kannst hier gerne auch So, wie machen wir das? antreten. Dann gucken wir mal, ob ich immer schwache Leistung bringe. Habe ich einmal verklickt und ein Gegenspiel definitiv ver. Also ich glaube, das erste Spiel, das kann ich Das mir auch erste nochmal können wir anschauen. gerne so ein bisschen angucken. Die 4 Augen, Es muss um die die waren, 60 glaube ich. liegen. Aber es war ja um die 60, ich hatte bloß ein bisschen mehr. Ach, wir machen es so. Guck mal, es ist doch wieder. Da hat er wieder so ein hohles Ei und dann steht schon wieder Trumpf 3-3. Und Kreuz 2-2. So, ich glaube, einmal so Karo Ass Blank, Pik Ass Doppellusche, Kreuz 10, König Lusch. Da kann man entweder die beiden Piken mal drücken oder Kreuz 10. Ne, 10 König Dame Gleich hast die du ja im Kreuz. Nahtstelle. 10 König Dame hast du im Kreuz. Wahrscheinlich hast du die beiden Pik Luschen gedrückt. Oder man kann irgendwie 2 Kreuzen drücken. Man kann sogar aus Spaß irgendwie sowas wie Kreuz 10 und Dame drücken und den König schleppen. Aber letztlich, ich kann doch das Spiel wahrscheinlich wieder nur gewinnen, wenn du ein Kreuz gedrückt hast. Ich glaube es vielleicht nicht. Vielleicht werden wir das, aber ich muss es auch Du musst es sozusagen umspielen. probieren, ja, schon. Hm. Du musst es auf jeden Fall probieren, so ist es. So, weiter 18 dann. Kreuz einmal offen. Ich habe irgendwie gar nicht so Interesse, eine Karte zu spielen. Kannst du wahrscheinlich auch bleiben lassen. Das ist ein Monster. Das ist ein Monster. So, plus noch ein Trumpfstich. Ich hätte jetzt Ja. natürlich hier einmal unterbleiben können, Karo irgendwie vorstechen, aber das ist alles, es gibt Und danach auch noch. Trumpf klein. Es gibt nichts mehr, wir sind schon wieder Schneider. Okay. Den nehmen wir nicht. Vielleicht auch Glaube ich, den. ich soll heute hier wieder ein bisschen Geduld üben, ne? Eine Hm. mal, aber es ist zum Glück eine meiner Spezialitäten. Ah, ein alternativloses, aber Pik ein können wir schönes. offen. Jo. Trotzdem ist, glaube ich, Bube richtig, oder? Lusche? Nee, Na, ich glaube, der die Bube Lusche ist muss richtig sein. richtig. Ja, gegen Trumpf 3-1, ich weiß nicht, aber Ja, ich gebe mir letztlich. trotzdem den Trumpf 3, glaube ich, oder? 26 muss, hat schon so 0 stehen. Und auch dann müsste er erst mit ein paar Augen anbieten. Das Oh, ist zu wollen wir mal viel. ein bisschen. Ist es zu viel? Meinst du, es wird jetzt Nee, es wird nicht weniger, das Problem. weniger? Du bist auch zu passiv. Was ist denn da los? Ja. Ja, gut, Sag mal, mit man kann es ja dicker, gar nicht werden. Das mit ist voller wirklich Hose so ist gut bitter. stinken, hat man früher immer gesagt, ne? Ja, das ist so bitter teilweise, weil im Spiel ist es wirklich. Man, du darfst nicht aus, die nicht aus dem Fenster lehnen, sonst gibt es eine auf dem Kopf. Und wenn Und dass du natürlich ein paar Sprüche gedrückt bekommst, von dem der einen 10 drüber nach dem anderen macht, das ist natürlich sowieso klar. wir machen Herz und spielen den aus. Guck mal, aber jedem 5 drüber steht Trumpf 3-3. Das ist auch wirklich legendär. So, das hast du wieder, hast du wahrscheinlich die beiden Asse blank gestellt, Kreuz Dame weg und ne, Karo hast du sogar Ass 10 Lusche. Kreuz Ass Dame und Pik 10. König. Ah, ist wahrscheinlich Pik 10 und die Dame gedrückt. Oder 14, aber es war gegen den Trumpfstand ist es auch Dann schon wieder alles Banane.
Kurz überlegt, ob ich Im Kreuz Dame Karo Lusche drück. Aber mal Wir anders, aber nehmen das mal erstmal, ist. komm, ich spiele dich erstmal ein Karo rein. Das ist ja alles, damit klären wir nichts, dafür machen wir aber auch nichts kaputt. Bupp. Dass du nicht nochmal erklären kannst. Was ich nicht nochmal klären kann. Gut, dann klären wir Trumpf. Das ist ja auch alles ganz geschmeidig. Na Dann gut, den kann König will ich man. mal schon holen dann. Dann nimmst du den König mit. Naja, dann hast du ja nur einen Pik, ne? Nee. Ach, nee, da hast du ja 14 gedrückt. Boing, Genau. danke. Du hast ja den Mach letzten schon Karo. mal. Düt. Da hätte ich ja, da war es ja auch wieder dusselig. Hier muss ich ja für Schneider frei, muss ich ins Pik erst auf den Die Tisch Gas legen. musst du spielen, ja. Komm, kommst du so oder so raus. Gut, wir wollen mal hier 18 sagen. Grenzwertige 18. Die es auf dem Kopf gibt dann. Die es vielleicht auf dem Kopf gibt. Ja. Aber wir wollen auch mal doppelt offen spielen. Scheint mir auch recht alternativlos. Aber es sitzt wieder Ja. schlecht, ne? Natürlich wieder Trumpf zu viert. Jetzt erstmal machen wir einen Schub. Das kann nicht Und verkehrt dann sein. natürlich wieder den vollen auf. Na, genau. Einen vollen bekomme ich von dir, ne? Ja, einen kriegst du. Da werde ich nicht Aber drum einen herum kriegst du kommen. unter und ich bin mir, warte mal, einen habe ich ja gedrückt und eigentlich müsste ich Moment fünf mal, volle Bruder. machen, ne? Eigentlich müsste ich fünf volle machen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es lohnt sich ja manchmal auch bei diesen Spielen gar nicht jetzt, also für mich jetzt, ne? So viel darüber nachzudenken, weil sich hier eh nichts groß ändert. Das Spiel ist zum Runterspielen. Ja, ein Runterspielspiel. Wir werden hier nochmal einmal Jetzt stechen. kriegst du noch eine Dame sogar noch, ne? Ja, von da gibt es noch ein Bild. Ich glaube, es reicht knapp. Es müsste eigentlich knapp reichen. Ich habe ja fünf volle, ne? 61. Knapp ist gut, Ja, es müsste knapp reichen. Oh, 61, alles klar. Gut, Jens. was hätte man da auch vorher schon zählen sollen? Man konnte es ja eh nicht mehr ändern. So. Nee, du konntest es nicht verändern. Das bringt nichts. Bei manchen halt. Da kommt ja das, wo du viele Leute mitzählen, wo andere gar nicht glauben. Das ist, weil du spielst halt dieses Spiel. Wenn es alternativlos ist, spielst du halt den Weg, der halt vorgegeben ist irgendwo. Ja, beim Undo ist es halt so, wenn du eigentlich nichts mehr viel ändern kannst, dann kannst du auch, ne? Ja. Bei dieser Variante vor allem, weil du kannst ja keinen Kontra kriegen und in dem Moment bei deiner Undo-Spiele, deiner Undo-Reizung sind ja im Regelfall, sollten die relativ funktionabel sein, sage ich mal, relativ fest. Und dann willst du ja eher forcieren die Punkte, wie das ja. So, 6 Trumpf, zweimal Ass Lusche. Und Hast mit gewonnen. sehr großer Wahrscheinlichkeit die Karos gedrückt. Deswegen Korrekt. nehmen wir hier natürlich erstmal den wieder mit. Ja, und dann können wir wieder mal In die Röhre gucken. in die Röhre gucken. Wir machen natürlich, versuchen jeden dusseligen Trick, der uns einfällt, um irgendwie Pik Bube noch da vorne freizustechen. Das ist aber natürlich alles, das sind alles relativ sinnlose Unterfangen. Komm her, hier. Doink. Karolusch. Nein, ich spiele Karo Ass. Ah, dass du noch die drei Augen machst sogar. Wir haben ja eben dusselig genug gespielt. Wir können auch jetzt versuchen, dann die vollen Punkte mitzunehmen. Ja, doink, doink, doink. So. Ah, wo ist Hamburg? Hier ist Hamburg. 1, 2, 3, ein Spiel. Aber die Findung, jetzt ist das eher nur Gewehr als ein Grang. Das sollte wirklich ein Grang werden. Gewonnen. Na komm, solide. Du wirst Solide, wie wir es dir nachher auf die gelernt Schulter klopfen, das kann ich dir jetzt schon sagen. haben. Okay, auf die Schulter klopfen. Ich glaube, den nehmen wir erstmal mit. Trumpf zu viert, Kreuz zu dritt. Ja, so habe ich es ja, glaube ich, schon richtig gemacht. Ne? Ja, klar, logisch, weil als der krank ist, Kreuz blank wirst du nicht schneiden können und Herz hat alle Stiche da und alle vollen stehen auch richtig, weil du kriegst gar kein Auge beim Kranken. So, der ist ja unverlierbar, ne? Fast Der ist egal. gewonnen, Dritter, ja. dritter, 22 kommt. Ja, ziehen wir auch von oben. Machen wir es ja mal ein Ja, bisschen schwer. von unten her wäre er verlierbar gewesen, glaube ich. Kommt dann Karo Ass abhanden, aber es reicht selbst, dann reicht es Ja, nicht. also jetzt von unten natürlich hätte ich, also wenn ich das überlegt hätte, wäre natürlich erstmal Karo Ass gekommen. Das, also da, Karo Das Ass sich in dem Spiel abstechen zu lassen, das wäre schon, wäre schon cool das gewesen, hätte aber. zur Bildung von, zur neuen Legendenbildung beigetragen. Aber Beim ich glaube, selbst das Rondö. hätte ich noch verkraftet, weil dann keine beide Pik vollen kriegst, wahrscheinlich. Komm, ich sage jetzt mal 18, legen wir aus dem Ja, das Fenster. hört sich gut an. 18 von Ja. Martin, der oben aufschwimmt auf einer Welle des Erfolges.
Komm, wir machen Pik Irgendwann bricht einmal. jede Wette. Pik einmal, schon wieder einmal offen. Das ist nicht gut. So, siebenmal Trumpf, Herz Ass dabei, mit Lusche gedrückt. Kreuz blank und zwei Karos, in dem Fall auch natürlich eine Kreuz-Lusche, also wahrscheinlich eher die beiden Karos gedrückt nach der alten Regel. Wir gehen natürlich trotzdem ein bisschen was drauf, tatsächlich beide Karos gedrückt. So, was machen wir? Nicht offen spielen. Was machen wir? Jetzt ist der volle weg. Kreuz-Ass-Eröffnung, hätten wir dann eine Chance gehabt? Ich glaube auch nicht. Da können wir natürlich erstmal die acht Jetzt Augen ein mitnehmen. Herz schön werde ich kriegen von dir. Ja, das auch noch. Na ja, gut, Herz 10. Klar, du kannst mich. Ja, komm, wir bieten mal Schneider frei an, ne? Bei 29 liegen kann man das, glaube ich, mal machen. Da lagen zwei gute, deswegen. Es war wirklich ein bisschen gewagt, aber gut, den kann man schon machen. Oh, jetzt bin ich in Gefahr. Hört sich gut an. Ja, ich passe Der es deswegen. gefährliche Martin. Ich nehme ihn mal. Ja, wahrscheinlich ist es so defensiv, das Spiel zu passen. Gut, Null Ouvert hätte ich schon gereizt. Bedienst du alles? Hast du Karo mit? Ich habe einen mit. Die Aber zehn? ich weiß nicht, was da Nee, mit. neun. Ja, mit Herz 10 habe ich einen Durchzugsgang. Ohne 4 halt. Also ich hatte, sorry, ich hatte ja nur ein Karo, ich sehe es jetzt gerade hier, ich glaube, ich hatte nur Karo Buben. Also ich hatte einen mit, aber es war Ach der so, Bube. das war der Also wenn du falsche. Also, dann einen verliere Krang ich ja ohne stimmt. Vieren hast und ich weiß nicht, was Pik, wenn du da drei hast, hat die Lady dann vier dagegen. Was? Aber ich meine, ich reize erstmal den Null Ouvert. Das ist Ja, ja es ist klar. sowieso Blödsinn. Es wäre ein Durchzugskrank geworden, der nicht gewonnen wäre, wenn Karo frei ist, logischerweise. Herz zweimal offen ist mit der Liebe. Oh, schönes Ding, schönes Ding. Und natürlich machen wir 13 und Und dann. halt, wenn ich Dinge, Blödsinn, was ich jetzt gerade sage. Wenn ich natürlich Karo finde, kann ich ein Karo-Spiel spielen. Auch klar. Habe ich einen So, fünften wir hatten Trumpf noch einen gefunden. ganz kleinen Karo-Stich eben im Blatt, den wollen wir aber nicht haben. So, das war mal wieder auch eine Findung, die leider zum Gerang wieder eine. Das ist ja wieder sogar ein interessantes Spiel, wieder von der Drückung her. Ein Karo König hätte, wird man wahrscheinlich Pik doppelt offen spielen. So müssen wir wahrscheinlich sogar beim Karo bleiben, ne? Oder so. Und dann fünf Trumpf stehen. Gute Nacht, Marie. Ich glaube, wir machen es lieber so. Glaube, wir machen es lieber Fünf so. stehen nirgends. Nö, Pik wäre auch ganz. Den Pik Abs. 5 Trümpfer mit Seitenass und dieser 5er Batterie Karo, den hätte man an sich wegen Schneiderschance und so weiter lieber gespielt. Und weil es ein bisschen teurer ist. Aber wenn da plötzlich. Also da hatte ich eher die Paranoia, dass der platt ist. So, ene mene mu und raus bist du. Nicht vorstich. Tja, ich denke gerade mal, guck mal hier mal vier Trumpf dagegen. Die machen richtig, die machen hier mal wieder richtig groß Karriere. Bleiben wir bei dem Ding wieder Schneider, ne? aber kannst gerne noch schneller frei anbieten. Ach so, richtig, ich komme ja doch raus. Ich komme ja raus, ich habe ja auf Herz einen Körperabwurf. Kannst noch zwei Herzen weghauen, dann geht's auch für mich. Na, scheiße. Erstmal muss ich hier mal aufpassen, dass ich sie immer schön bediene. So, jetzt kommt. Jetzt kommt Karo, Schnippeln, Herz rein, Karo Nein, raus. So. jetzt Gut, fällt er dass du mir weg. nochmal Bescheid gesagt hast. Ich bin heute Ja, scheinbar, weißt du, was bin ich jetzt ich bin wieder? heute scheinbar auch so verpeilt, dass ich schon kurz davor war, den, den wegzuschenken. So, 9 zu 0 gegen 4 zu 0. Martin, irgendwann will ich dich kriegen. Na, heute Ah. nicht mehr. Mann, du, was war das denn für eine. Wir spielen so lange, bis du einen verloren hast. Oh, fuck. Aber ich Vorher wird dir muss, nicht, wird irgendwann nicht kommt nach meine Hause gegangen. Freundin heim. So, so wollte ich nicht. Ich wollte so jetzt mal gucken, ob mein Der 7-Trümpfer mit vielen steht vielleicht auch auch gut, mal aber Schneider geht. nee, Nein, Schneider geht natürlich wieder nicht. nicht. Natürlich wieder nicht. Und ich habe erst gedrückt Karo Dame mit und habe dann eine blanke Karo Lusche. Ja, und dann denkst du so, dann fallen die 21 und du hast noch Pik Ass Lusche. Natürlich steht Karo.
Gut, nehmen wir den einfach gewonnen mit. Also ich bin gar nicht so weit vor. Ich muss jetzt aufpassen. Dann müssen wir es nehmen. Ich bin gar nicht so weit vor. Also das würde theoretisch. Wie schön ist Panama? Gerang, doppelt offen, theoretisch. Ach, das ist ja wieder der mit 61. Genau, korrekt, Domingo. Den hat man oft eigentlich, ne? Interessant. Also die Konstellation könnt ihr euch... Wichtig ist ja jetzt Karolusche zu spielen, ne? Das spielt jetzt nicht den riesen Unterschied, ne? Jetzt kann ich. Jetzt du kannst schon von der anderen Seite Pik 10 spielen, ne? Dann kommst du raus. Ja, du hast kein Volles mehr, ja. Oder? Du kannst Pik 10 spielen. Wenn ich Kreuz Lusche spiele, kommst du 14 in Mitte und kannst Pik 10 spielen. Hör raus. So komm ich. Ja, aber dann habe ich doch, dann habe ich danach Pik 10 habe ich auch keinen Vollen mehr. Also ist doch, Pik Ass da drüben und Kreuz Ass, logisch. 14. Ja, wenn du Kreuz Lusche spielst, dann ist der Kreuz Ass schon raus. Also. Alles gut. So wird es nämlich gespielt. Jetzt haben wir ein Auge. Stich da einfach. Na gut, wir machen noch einen Stich mit 15 am Ende. Das reicht natürlich nicht. Also geben wir mal direkt auf. Ach komm, ich sage 18. Ah, gut, dass du 18 sagst. Ich habe nämlich auch jetzt so ein... Jetzt ist es passiert. Ich habe wirklich so ein rotziges Ding. Ach, das war doof. Jetzt guck. Guck mal an. So, wir machen was. Gut, hoffentlich. Gut. Aber wir müssen auf jeden Fall 0 spielen, das kann ich schon mal sagen. Die Frage ist, wie wir drücken. Ich mach mal so, da kommst du nie drauf, würdest du sagen. Oder? Komm mal da drauf. Da komme ich nicht drauf. Die also zwei, die ich gefunden habe. Das ist natürlich alles unglücklich. So, was hast du denn da? Viermal piekdicht. 50-50 hast du wahrscheinlich. Viermal kreuzdicht. So, ja, das ist so schlecht ist er doch gar nicht. Du hast nee, 50-50, hallo. Karo 10 Dame. Ja, aber Karo 10 Dame kann ich ja gar nicht. Und Herz 8 hast du natürlich in der Hand. Ja, dann hast du entweder Karo 10 oder Herz und Karo 50, kann ich doch gar nicht schlagen. Nee, habe ich ja nicht mal. Ich musste auf Herz gehen, weil ich Karo mit dem Buben blank stehen habe. Den will ich auch nicht los. Ich muss auf Herz Dame gehen, glaube ich. Du kriegst wirklich nichts getrennt, ne? Also ich bin alternativ leider verloren. Ich habe noch mal genauso gefunden. Es ist wirklich... Hat er einen stehenden Sieg verblasen. So. Mensch, Karo 10 ja. Gegen Karo Bube. Null wäre nicht gesehen, mein Lieber. Ach, oh Mann. Ich muss mich ja an so kleinen Sachen, muss ich mich ja jetzt aufbauen. Der Bann ist gebrochen. Jetzt ist Martin auf... ist jetzt alles zu spät, oder wie? Alles... Ja. Betriebstemperatur, ab jetzt kommen nur noch die... jetzt gucken wir mal ganz kurz rein. 7 Trümpfer mit 3, aber 3-mal Schnee an der Seite. So, Pik, Aufschlag. Was hat er in Karo, Lusch, König? Kreuz, die Lusch. Naja, wir müssen erstmal so damit an Ass rauf marschieren. Hat die 3 Trümpfer, das wird zu wenig sein. Ne? Nur wenn du 2 Karos gedrückt hast, dann... Gut, Banane. Pik 10 hinterher. Oh, wenn du 2 Karos gedrückt hast und jetzt noch die Kreuz-Lusche im Blatt hast, dann wahrscheinlich hast du 2 Karos gedrückt. Ne? Muss natürlich erst nochmal die 21 absammeln und dann Pik Dame. Also mehr kann ich nicht machen. Das ist wirklich, wäre auch falsch. Mehr kann ich nicht machen. Schade, dass ich nicht hätte. Ich weiß gar nicht, doch, das müsste aber für uns reichen. Also 57 hast du. Ja, schon machst du einen Überstich jetzt. Wupp. 2-mal falsch entschieden in Folge. So schnell geht's. Yippie! Er ist on the way ins Wunderland und ich warte im Wunderland auf dich. Martin, mein Lieber. Das beruhigst du mich ja fast schon. Ach Gott. Jetzt habe ich auch, jetzt habe ich Lunte gerochen, jetzt legen wir den auch gleich auch, weil er irgendwie gefühlt alternativlos ist, legen wir ihn gleich doppelt offen hin. Pik 2-2, Trumpf 3-2, alles easy. So, da bist du da. Da müssen wir Weile 18 sagen. Ja, Martin, wo 2 gehen, da geht auch ein Dritter. Ja, das ist so. Das ist die Frage, wie wir drücken. Ich mach trotzdem so. So, wir haben mal wieder ein
Schwieriges Ausspiel. Schwierig. Wirklich schwierig. Da können wir auch mal so spielen. Wieder ein Sieben-Trümpfer. Zwei Pik fehlt, zwei. Das ist ja fast wie ich habe ein Déjà-vu. Du hast ja Ja. wieder fünfmal Schnee bei sieben Trümpfen. Es häuft sich. Pik 8 Dame, Karo Doppellusche, Kreuzlusche. Ich meine, wir müssen erstmal hier den drauflegen. Aha, hast du Ah. wahrscheinlich zwei gedrückt. So, jetzt wäre es doch mal wieder interessant. Kannst du Wahrscheinlich hast du die beiden Piken dann doch mit der Dame gedrückt. Dann müssen wir die Trumpfwarte mal 21, 19, die Trumpflusche da wegstechen. So machen wir es. Ich meine, kann ich ja so, muss ich ja nicht machen. Muss ich ja nicht mal, aber kann ich natürlich. spielen. Es wird platt. Denn einmal tauchen kann ich ja ohnehin. Richard Rufflösche. Ist egal. Ja, sonst tauche ich den einmal. Zack, da geht er. Wo zwei gehen, Überrascht. gehen auch Drei an der drei. Schnur. An der Schnur. Und die Liste ist ja noch nicht mal vorbei. Martin, du musst was tun. Jetzt Ja, ist das deine weiß man nicht, ob Chance. das jetzt der Moment ist. Glaub mal, ja, das wäre gewesen. Guck mal, So. lach gut drin. Ab jetzt bei dir nur noch eine schlechte Entscheidung nach der anderen wahrscheinlich. Ich passe auch nochmal und jetzt. Na gut, der letzte oder meiner? Ich bin Hinterhand. Also es geht ja um diese 5 Euro, ne? Du musst wahrscheinlich was sagen. Ich sag erstmal nichts. Du gehst Ich ja jetzt in muss. jede Lerche rein. Das ist richtig. Die Frage ist: Ene, mene, mu. Und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht. Wir spielen auf jeden Fall mal Kreuz. Taktisch versiert, jetzt verdeckt. Plötzlich wird sich keine Blöße gegeben. Was willst du? Und jetzt spielen wir Trumpf. Ist die Seele des Spiels. So, was haben wir da? Wir haben 5 Trümpfe. Das ist ja schon mal gut. Trumpf steht mal nicht 3-3, sondern 4-2. Karo, Ass, 10, König ist natürlich bei 2-2. So, Pik 10 Lusche und Herz König Lusche. Ich meine, da wirst du ja fast. Das ist ja eigentlich wirklich. Also erstmal können wir den mal nehmen. Wir müssen ja auch nicht mehr. Ja, den 1 zu 1 zu drücken wäre ja an sich Wahnsinn. Eigentlich musst du in der bestellten Pik 10 stehen. Aber man macht es auch nicht gerne. Ne? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt natürlich sogar noch die dritte Möglichkeit, dass du irgendwie als König Lusche oben hast, so ganz schmutzig. Und noch Nebenvarianten mit der Karo, im Karo vollen im Keller, aber die halte ich für nicht wahrscheinlich. So, Herz Ass auf dem Tisch, ist das die Lösung? Bringt es was, das irgendwie offen zu halten? Ich glaube, wir können erstmal Trumpf spielen. Das rennt alles auch nicht weg. Und dann Karo rein. Dann kannst du erstmal selber antreten. Kann ich mir in der Zeit noch was Schlaues überlegen? Ich muss ja an sich nur ausrechnen, ob es eine Stellung gibt, die ich überhaupt schlage. Wahrscheinlich nur, wenn du ein und ein gedrückt hast. Ich habe ja S11 liegen. Ein Stich Herz, ein Trumpfstich, selbst wenn ich da auf den vollen warte. Moment mal, ich warte auf den vollen 11 dann, und dann reichen auch die 28. Ne? Ein Trumpf vollen kriege ich bei 11 jetzt liegen, Herz Ass und die 28. Ja, aber ich krieg's wahrscheinlich nicht. So, haben. Wahrscheinlich hätte ich doch einmal Herz Dame spielen sollen. Wir haben das. Eine kleine Entscheidung stellen. Genau, jetzt kannst du es in die Entscheidung stellen. Wahrscheinlich hätte ich doch Herz Dame einmal das überprüfen sollen. Das ärgere ich mich drüber. Das war ja ein bisschen zu lax. Mal wieder. Ich glaube aber, du hast
Und zumindest hast du jetzt nicht Herzkönig Lusche oben. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Das ist amtlich. Ich soll Herzdame spielen, dann weiß ich, ob du ein Herz dabei hast. Wir machen es jetzt so wie geplant. Ich glaube, ein und ein wolltest du den auch nicht haben. Ich glaube, als Dame verlierst du übrigens, wenn du drin hast, wenn du spielst. Ich kann doch dann Karo abspielen und schubst dann Trumpf raus. Die Karte. Aha. Gut, dann habe ich ja doch wieder alles richtig gemacht. Ja, als Dame verlierst du übrigens, wenn du spielst. Weil ich kann dann dich reinschubsen und dann kriegst du zwar Trumpf volles, aber dann kriege ich Pik 10 ein. In dem Moment. Gut, ich habe ja noch Kreuz 7 hier, ne? Aber gut, dann muss ich wieder auf den Trumpf vollen verzichten. Du musst, ne, da erstmal, genau. Entweder ich spiele Karo Bube, verzichtest denn, dann kriegst du einen Schub, dann kriege ich Pik 10. Oder du nimmst draußen Schubs zurück, dann habe ich Trumpf volle gemacht. Martin, bitte mal jetzt schnell zu Ende spielen. Ja, das ist so scheiße. Bitte mal jetzt zu Ende spielen. Trumpf Ass ist weg, okay. Karo Bube ist weg, okay. Karo König ist weg, okay. Ach, 1-1 drücken. Tschüpp! So! Vier an der Schnur verloren. Mann. Auf 555. Das gibt's nur in Texas. So, wunderbar. Komm, also, ich würde sagen, eine machen wir jetzt aber noch, ja, ne? Dann aber schließen wir das Warm-up mit einer letzten 36er ab. Ja. Die hat mir auf jeden Fall schon wieder ein bisschen besser gefallen. Und viele Fehlentscheidungen am Ende. Aus letztes Spiel, theoretisch. Aber gut. Ja, das letzte war auch wieder interessant, weil es, also, kurz vor, das Spiel ist halt irgendwie kompliziert. Wenn du versuchst, das jetzt abzusichern, dann verlierst du plötzlich wieder über ein Stellungsspiel, ne, wenn du den Zwischenzug machst. Irgendwie habe ich auch gedacht, normalerweise, klar, ich krieg's nicht geklärt, ich muss mich dann auch entscheiden, aber erstmal Trumpf abziehen und Karo Einschub ist normalerweise einfach von der Zugfolge, kann das nicht falsch sein. Du kriegst zumindest kein Stellungsproblem hinten raus damit. Du musst ja entscheiden dann, was du machst. Das ist leider zu gut. Ja, steht für frei. Der sollte gar nicht für Schneider frei stehen. Oh, guck mal, jetzt kriege ich ein bisschen diese Premium-Blätter. Oh, aber ich darf nicht zu viel verraten. Martin hat auch was. Ja. Schön, dass man hier mit diesen offenen Doppelstufen arbeiten kann. So, erstmal bis 48, ganz easy. Können wir gucken. Okay. Unangenehm. Unangenehm solide. Hab doch nur ein Karo gedrückt, ne? Ah ne, ich hatte noch ein. Ja, ich hatte eingedrückt und einen in der Hand. Wunderbar. Kommst immer raus, ne? Wenn ich hochsteche, machst du zwei Trumpfstiche. 18 haben wir. Oh. Da müssen wir uns ein bisschen reizen. Nur umstellen. Wenn der Bann gebrochen ist mit den Verlorenen, dann können wir auch die. Jetzt, so schnell kommst du auf die sogenannte Betriebstemperatur. Das geht ganz ratzfatz. Das geht ratzfatz so quer, links, rechts, quer, Mensch, hier wieder. Das Schöne ist beim Undo, man kann ja auch immer für den Gegner mitdenken. Oder muss man sogar beim Drücken, ne, und sich Sachen ausdenken, auf die der einfach nicht kommt. Oh, was sind wir beim. Ach, ich muss ja offen spielen. Mensch, ich muss ja offen spielen, wenn ich den Karo tauschen will. Ganz schön weit auf jeden Fall. Dann bringt das ja auch nichts, so zu drücken. Bringt vielleicht schon was, ne? Ja, wir machen den noch einmal offen und starten trotzdem. Die Sparvariante. Angst fressen Seele auf. Gut. Na dann. Pik Dame, lass mich raten. Pik Dame, war nicht so schwer, den erstmal zu finden, ne? So,
Und ohne Ende Volle da drüben. Tauchen auch schlecht, dann geht der Trumpf raus. Andererseits muss man den Pikstich aufgeben. Ich glaube, das steht nicht so gut. Nein, wir müssen erstmal wegbleiben, glaube ich. Sonst sind wir offen wie ein Buch. Das musst du auf jeden Fall machen, das steht fest. Was habe ich denn jetzt? 4, 17. Ich glaube, du kannst das steuern, ne? Trumpf. Kreuz, dann Trumpf, dann Bub, hast noch einen Vollen zum Anbieten. Ja, ich muss mal Ja, gucken. aber es reicht mir ja nicht. Es wird knapp, es könnte sein, dass du irgendwo am Bild wieder krepierst, ne? Ja, es reicht nicht. Kann jetzt 15 auch ein Kreuz rübergeben, Trumpf Dame spielen von der Seite. Ja, einmal offen, um Punkte zu sparen. Ich fand das Spiel nicht so jetzt so Nö, ist wahnsinnig es ja auch. überzeugend Ist ja jetzt. auch nix. Ja, Joscha fragt gerade im Chat. Ach so. Ja, wir machen das. Oh, frischen Trumpf Dame drauflegen. So, 17. Jetzt haben wir 32. Jetzt müsste eigentlich Trumpf Dame kommen, Ja, Trumpf ne? Dame muss ich immer spielen. Ich nehme mal mit, Den kann ich falls sogar du auch möchtest. mitnehmen. Ja, dann gewinne ich auf jeden Fall. Sonst der anders auch. Dann Ja, aber ist es ja sind zwei gut. volle noch. Ich kriege ja nie dann beide halben. Ja. Guck mal, die Listen, das ändert sich jetzt genau alles andersrum, ne? Ich stürm groß los, hab hier überall Ansätze, hier auch wieder einen Ansatz. Oh, Kreuz Bube drin, aber den kann man nicht, den sollte man trotzdem nicht reizen. Der ist auch, naja, der ist beim Undo auch wieder zu sehr auf Findung gebaut. Ach, hip. Ich kann mir das ja jetzt Bitte. erlauben, auf die Besseren zu warten. So, was machen wir daraus? Was machen wir daraus? Zu leicht wollen wir es eben auch nicht machen. Komm, spielen wir so und spielen wir über Trumpf. Ah, und nein, 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 tatsächlich die vier Trumpf ist auf Trumpf. jeden Fall gut. Der ist nicht gut, an dem ist ja überhaupt nichts dran, an dem Spiel. Das war wieder mal eine verurteilte Karte hier. Der ist platt, das kann ich dir versprechen. Alle vollen, ganz easy auf Trumpf. 28 und 2 22, Trumpfstiche mit Trumpf Ass. 22, 32, 34 und 28, 62, ohne Wehr. Ja, man kann natürlich auch die Kreuz 10 drücken, aber dann habe ich natürlich, dann habe ich Herz, du Stamme, ist ja genauso platt. Platt, platt, ein- und eindrücken, platt, alles platt hier. Der Legendär. wäre immer platt gewesen, ne? War ja schon ein halber Grang. Steht Der dann, der bringt wäre ja auch auch nicht nicht gegangen. viel. Der wäre überhaupt nicht, der wäre auch nicht schöner gewesen. Bringt ja gar Ja, das nichts. sind die bitteren Geschichten. Ach so, ich habe nicht geklingelt, vielleicht deswegen. So. Ja gut, dann, wie sagtest du, ist erstmal eins verloren, dann fallen die nächsten Anschlussreizungen auch leichter. Ja. Na, die Findung haben wir auch schon mal besser gesehen. Ich fürchte, es kommen keine drei an der vier an der Schnur, oder? Ja, wobei. Na, so schnell wie Karo Dame kommt, das habe ich, sehe ich schon mal nicht so gerne. Selbst ein volles reicht ja noch lange nicht. Oder hast du den anders gedrückt? Ich weiß nicht, ob es reicht. Ich glaube, es ist wieder alternativlos im Vortrag hier. So, wenn du 10 gedrückt hast, dann hast du es logischerweise 24, 35, 38. Vielleicht Karo Dame sogar gedrückt, ein bisschen Blödsinn. Dann ist der 41 und dann kriegst du nur noch eine Trumpfvolle, wenn überhaupt. Das hieße ja, wenn ich zum Beispiel Trumpf 10 spiele, kannst du was machen. Du musst die Wäsche gucken, auf jeden Fall kannst du sehen. Was kannst du sonst noch?
Nimmst du mit, das Spitze Trumpf rausbleiben. Ich glaube, ich spiele Trumpf. Was habe ich gesagt, was ist das? 38 oder sowas, ne? Sowieso, was hast du gesagt? 14 im Aufschlag, 10 gedrückt sind 24, will ich das sowieso. 24, 35, 38. Kannst du irgendwas machen, um das, die Punkte alle zu retten? Ich glaube, es geht. Ich glaube, ich muss Karo spielen. Ich glaube auch, dass das das Sicherste ist, ne? Ja. Den muss ich abwerfen. Den müssen wir so, so. 60, oder? Ja, 42, 60. Glaube auch. Ich glaube, ich komme. Wenn ich über Trumpf gehe, dann verliere ich plötzlich das Herz Ass. Dafür kriege ich einen Pik. Vielleicht die 10 raus. Ich glaube, nur eine Lösung kannst du es. Mit Rumpf geht es, glaube ich, keine Lösung. Weil du kannst ja dann auch nicht mehr schneiden auf Pik, sonst strudelt das Pik rausfällt auf der anderen Seite auch. Sobald ich Herz Ass abschießen lasse. Ja, sobald du Herz Ass genau an die Pik 10 kommst, ich denke, ich krieg Herz Ass, komm dann an die Pik 10 nicht mehr an. Naja, die Findung war nicht so berauschend und so war dann auch der Spielausgang. So. Wobei 60 ist ja eigentlich ist so Schwer auf jeden gut, Fall. fair, gut gekämpft. So, wir machen mal ein Wir verdecktes Spiel. spielen eine Dame. Eine Dame, die hätten wir lieber nicht gespielt. Da legen wir einen König. Ah, Mensch, du, die Einschläge. Ich liebe dieses Spiel. Jetzt kommen hier die Einschläge wieder. Gleich mal wieder ein Viererzug. Na, dann gucken wir mal. Den nehmen wir mal erstmal mit. So, warum spielst du denn verdeckt? Erstens schon scheiße, deswegen vielleicht. Vielleicht, weil wir schon mal bessere Spiele gesehen haben. Ja, in der Vielleicht hast du Tat. aber auch andersrum gedrückt. Vielleicht habe ich noch andersrum gedrückt, aber was ist Ich so glaube viel trotzdem, links und dass rechts rum? Interessant ist, wenn ich vielleicht die beiden Pik-Duschen gedrückt habe. Da kommst du ja nicht drauf. da Dann kommst du nie drauf. hätte ich jetzt vielleicht Karo Bube gespielt. So, du lässt ihn natürlich laufen dafür. Kommt jetzt Kreuz Lusche. Trumpfbild kriegst du jetzt nicht mehr von mir, das sage ich Sexy Hexi, brauche ich überhaupt den anders? Ich hätte sogar Karolusche spielen. meinst, du hast so viele Optionen, geht immer. Sechs, wenn du den stichst, ne, abschmeißen 16, kann ich einen Buben So, spielen. Sebastian fragt gerade, ist Martin auch am Streamen? Nee, ich glaube, es gab noch heute technische Probleme. Wir wollten eigentlich und also du nimmst es auf, ne? Aber du Ja. streamst es nicht live, ne? Das heißt, es wird es morgen oder die Tage, also du wolltest es jedenfalls veröffentlichen und beim Ich nächsten Mal, wir sind spiele hier noch quasi klassisch. im Warm-up, ja, und jetzt die beiden Pik gedrückt. Ich bin so ein Weihnachtsmann, du. Die beiden Pik gedrückt, das wäre doch wieder lustig gewesen. Wir sind noch im Warm-up und beim nächsten Mal, wenn wir dann wirklich ins Zählen und in die Vollen gehen, dann wollte Martin auch, dann wollten wir an sich beide parallel livestreamen. So war die Idee. Noch haben wir es nicht. 27, 38, 42. Ach man, 27, 38, 42.
Ach, kann ich es irgendwie ableuchten? Ich glaube, den kann ich ja immer spielen, oder? 42, wenn dann hat er 46, kann ich ja immer so spielen. Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, weil ich hier sowieso im Spielball der. So, also hast du 6 plus 27, 42 hast du jetzt, ne? Ja, so müsste es sein. Ja. Dann kann ich ja den spielen. Ah. Jetzt musst du nur noch. Was ist das denn? Wo willst du mit der Karo 10 noch hin? Muss jetzt nur mal die Ja, R10 musst du anzünden, anstechen, ist doch egal. Weihnachtsmann. Oh, wie Ja, ich schön. Guck wusste, mal, dass da irgendwas los ist. auch drei an der Schnur. Wunderbar wieder dieses Spiel, ne? Herrlich. Ist der erste erst verloren, dann gehen die anderen ganz automatisch hinterher. Aber jetzt kontert Martin. Rang einmal offen. Nichts vorstechen, bitte. Vorstechen wäre lustig gewesen. Vorstechen wäre in dem Spiel wirklich eine Maßnahme gewesen. Ja, da steht ja auch wieder zu rund, muss alles bedienen, muss alles Ja, schon bedienen. bombig. Raus, raus, wenn wir wohl kommen. Ist ja auch eine Bombe. Ich lade es im Nachgang hoch, ne? Das haben wir ja gesagt gehabt, auf jeden Fall. Und werde dann beim nächsten Mal, werde ich auch live gehen. Bloß irgendwie, das geht nicht geklappt mit den Bildern. Wir wollen besser synchron haben, dass wir auch ordentlich ausschauen, aber irgendwie hast du die Bilder nicht reingeladen. Aus welchen Gründen auch immer. So gefällt mir das, du stehst im Minus. Es gibt Phasen in diesem Spiel, die sind einfach legendär. Ja, Alleine wie es ist so. diese Skat-Aufnahme in diesem Eingang ist einfach mal wieder legendär. Wenn man das nicht mit eigenen Augen sehen würde, dann würde man das fast nicht glauben. Wir spielen mal ein Karo. So, da Ah, siehst du. endlich mal ein großes Spiel. Trumpf wieder zu viert. Schalali, schalala, Herz zu viert, Kreuz 2-2. Kreuz 2-2 ist das einzig Gute an dem Spiel. Ja, das ist wirklich das einzig Gute. So, das hast du wahrscheinlich wieder anders gedrückt. Die Frage ist, die Frage aller Fragen. Ich glaube, wir müssen mal einmal klein hier. Ja, Problem ist, ich kann es ableuchten. Auch wenn ich abläufe, dann verliere ich auf jeden Fall Pik Ass. Das ist wahrscheinlich eine ähnliche Fragestellung, wie wir sie vorhin andersrum auch hatten. Weil du hattest doch fast das gleiche Spiel da. Nur, nee, du warst stärker. Du hattest in der Beikarte einmal Ass 10 König, wo du auch Lusche 10, Lusche König dabei hattest. War Ja, du sonst bist fast das verzweifelt, gleiche. aber die Verzweiflung ist nicht gerechtfertigt, weil die Farbe steht 2-2, das ist das Problem. Das ist genau gleiche Scheiß. Und ich kriege kein Trumpfvolles von dir. 10, und wenn das Pik Lusche nicht bedient ist, dann hast du Lusche wegschmeißen, sind es 20, 31, 41 und dann musst du ganz schön viele Kreuz wegwerfen, auf jeden Fall. Dann gewinne ich doch trotzdem. Ich kann immer Kreuz Pik Lusche spielen, oder? 10. Wenn du bedienst, ist halt doof, dann muss ich mir auch überlegen, was ich mache. Wenn du aber hast Lusche Wenn ich wegschmeißt, bediene, musst du überlegen, ja. wenn du wegschmeißt, 20, 31. Dann kann ich doch als Dame nachspielen. Kannst den ersten weghauen, 34, dann kann ich Kreuz. Ne, es geht nicht. 10, 20, 31, 34, und dann kann ich 7 Augen kreuz. Dann kannst du aber rausbleiben und mein ein Trumpfstich bleibt auch drauf verrecken. Ne? Draufstehen ist Es auch ist schön, doof. dass das Spiel so kompliziert ist. Es ist schön. Und wenn ich jetzt logischerweise mein Pik Ass verrammel, dann kann es natürlich auch direkt vorbei sein. Zehn, 14, 25, 36, 46. Gut, klar, logisch, wie ich es treffe, ist immer platt. So weit sind wir schon Martin mal. sucht natürlich nach der Lösung, die für jede Drückungsvariante hilft. Die Frage ist, gibt es diese Variante, ne? Nein, die gibt es nicht, so wie es ausschaut. Martin behauptet, es gibt sie nicht. Das ist doch gut. Du hast doch Pik König Lusche gedrückt. Ah, Pik Herz 10 Lusche. Auch was anderes. Ja, das ist genau wie vorhin. Ist genau wie umgekehrt. Ich vorhin auch, ja. Oder hat er vielleicht sogar Herzkönig-Lusche oben und mal Pik-10-Lusche Ach ja. Ich sperre erstmal den, mal gucken, was du machst. Na gut, okay. Ich kann dir Bedienst du? verraten, so ganz, Weil Pik Lusche ist ja nie die ganz. Lösung. Weil Pik Lusche, wenn du keinen hast, schmeißt du Herz Lusche weg.
Und wenn du einen hast, dann weiß ich auch, dass es nicht Ja, mehr aber geht. wenn ich keinen habe, dann schmeiße ich Herz Lusche weg. Okay, dann steht die Gewinnst du 10 blank, auch. dann holst du den 21er raus, dann Genau, ist doch auch dann nicht. komme ich nicht mehr hin. So, und Kommst jetzt du, muss ich du mich halt hast entscheiden, doch. ob ich Herz Ass rausnehme und Pik 21 durchfiedle. Oder ob ich nein, logischerweise. Das heißt, wir haben 10, 21, 32, 42. Gewinne ich überhaupt, wenn ich 45? Jetzt nochmal Kreuz weghauen, dann kann ich. Sehr klar, kann ich mal ein Kreuz hinlegen, dann immer. Das sind 52 und Trumpf. König mache ich doch gar nicht. Ich mache doch gar keinen Trumpfkönig. Ich muss schneiden übrigens, oder? 10, ich hatte Assen 21, 32, 42, Pik Lusche, schmeißt er weg. Sind 45. Jetzt kommen 7 Augen Kreuz, dann schneidest du auch. Sind 52 und es gibt kein volles mehr. Das heißt, ich werde schneiden müssen. Nach mir die Sintflut. Yippie! Da ist der Stich Schöner, mit den schöner drei Stich. Assen. Schalalalalala. Und da kommt das einfach gewonnen. Also ich habe mir nicht, ich habe jetzt einfach mir den Luxus gegönnt, mal nicht alles mitzurechnen und zu zählen, was du dir ausgerechnet hast. Ich weiß, die Situation ist auf jeden Fall knackig schwierig. Ich hatte jetzt mal so rumgedrückt. Ich glaube, das ist nicht mal 10, 21, 31, 42. Also in dem Fall natürlich, du hattest 10, so 42, du kriegst doch noch einen Stich auf jeden Fall mit Trumpf und ich weiß nicht, ob ich an die Trumpf, ob ich an deine Kreuz 10 rankomme. So leicht ist das nicht. Du stehst dahinter mit dem König zum Schutz und du kannst danach dann Herz spielen. Also ich kann, glaube ich, nicht auf die 10 schnippeln und einen Trumpfstich kriege ich auch noch. Also Ja, ist richtig. So kann ich irgendwie es denke ich, machen. dass wenn du ihn, also Ja, ich kann durchfiedeln, dann, klar, logisch. Das kann ich machen. Ich kann kurz Dame dann von links spielen und dann, wenn du schneidest, verlierst du. Du bist so kurz, ne? gesehen, wenn Schon, du auf schon. die Drückung kommst, kannst du ihn, glaube ich, so Ja, rumschlagen, aber dann schon. gewinnst du Muss natürlich es nicht mehr treffen. gegen die 10 oben. So, wir sind im Angriffsmodus. Das Ding lief gut. Muss ich aber schneiden So. und muss er Pik durchspielen, weil ich muss ja Kreuz Dame von hier aus spielen. Nee, muss ich gar nicht. Ich kann ja von drüben. Ist egal. Das ist komplett wurscht. Ich muss ihn einfach voll treffen. Egal, welche Variante drin hast du wahrscheinlich. Schneider. So schnell geht's, ne? Einmal wieder diese Fehlentscheidung oder Fehldinger, wenn da irgendwas Moment mal, passiert. ich war die Liste doch mit, ich bin mit 3 zu 0 gestartet und du hast gerade mal ein Spiel. Wieso liege ich überhaupt so meilenweit hinten? Aber ja, schnell geht's wieder. Wie hast du vorher gesagt, legendär, wie man es so findet? Ich hatte eben natürlich auch die beiden Astdrillinge mit den beiden alten und links und rechts ein. Und natürlich, ne? Natürlich. Die einzige Farbkonstellation, dass du hinterher wirklich ein Spiel hast, wo du nicht so nicht so favorisiert bist. Karo, Karo, Karo. So, wo, wie greifen wir in den hinein? Fünf Trümpfer. Pik Ass, Herz, König zu dritt und Kreuz Ass zu dritt. Na gut. Die gute Nachricht ist, es steht schon mal rund. Ja, so rund dann auch wieder nicht, ne? Oder Herz, meinst du? Hast du die Herzen oben? Willst du mir das damit sagen? Ist ja auch wieder dieses Spiel, ne? Man kann, also bei verdeckten Karten würde man immer Herz, König, Lusche drücken. Beim En Deux kann man natürlich auch mal auf die Idee kommen, Kreuz, König zu drücken. Kreuz, König, Lusche. Wäre aber schon eher ungewöhnlich. Wir spielen. Also eigentlich, wenn ich mich nicht zu dusselig anstelle, müsste der doch. Ja, natürlich stellst du die Frage gleich. Das ist natürlich klar. So, einen Trumpf holen müsste ich machen. Natürlich stellt er gleich diese Frage hier. Und
Gutes Nachspiel ich auch nicht. Ich glaube, wir nehmen hier mal mit und spielen so. Oh, das sieht aus, als hättest du Herzkönig zu dritt oben. Ich wollte gerade sagen, sonst sticht noch, dann mache ich noch einen Stich. wir müssen ja tauchen, ne? Leider. Müssen wir tauchen mit vier Augen und bisschen mehr wird schon, ja, ich muss tauchen. So, hast du noch ein Herz für mich? Nee, hast du nicht. Doch, aber das Problem ist, dass wir rund 10 nicht haben. Das stimmt, dafür kriegst du eine andere 10. Oh, Genau, oder ja, schon. 16. Genau. Aber Ja, 7 Augen diese sind 7 Augen. Frage, im Herz. Vielleicht hätte ich doch auf deinen kleinen Tell, das Herz rund steht, hören sollen, aber das hätte Naja, ich auch habe dann gereicht. gedacht, na gut, aber dann spielt man zumindest Kreuz Ass blank ab. Aber das lasse ich jetzt bleiben. Kurz überlegt, ob ich es Ja, trotzdem gut. mache und ich verwirre, aber das ist halt alles doof. Ja, gut, also das Kreuz Ass wirst du ja so. Gerade wenn ich es so drittel, habe ich schon spannend abzuspielen auch. Aber dann muss Herz natürlich Ass 10 zusammenstehen oder Ass 10 Lusche. Dann Aber das wenn man Abspielen ehrlich macht ist, wenn ich Sinn. so drüber nachdenke, wahrscheinlich, wenn du den Kreuzen oben hast, werde ich ihn wahrscheinlich immer noch gewinnen, wenn ich schnippel. Wahrscheinlich habe ich, ist es, wahrscheinlich war es wieder Ich glaube, eine du der kannst Partien. Schneiden und Kreuzblank hier spielen erstmal. Ja, gut, dann nimmst du natürlich das Ass, wupp, und dann kommt Da kommt Trumpf Trumpf im und jetzt Zweifel kannst und du dann. wahrscheinlich Kreuz Dame spielen, um abzusichern, oder? Wahrscheinlich. Und kannst das Lusche wegschmeißen. Jetzt will ich auf jeden Fall Trumpf volles, wenn ich Ja. und Also wahrscheinlich kriegst du wahrscheinlich es hätte ich hin. den absichern können. Wahrscheinlich Ja, hätte ich den kriegst du ab. absichern können. Yes. Ich habe mich jetzt auf die, beziehungsweise was ich gedacht habe, ist, dass ich auch auf diesem Wege hinkomme, ehrlich gesagt. Also ich dachte, so ganz grob hatte ich den Eindruck, dass das würde reichen. Das sollte man natürlich. Ja, ich wusste im Moment, wenn du rausnimmst und nicht ins blanke Kreuz Ass einschiebst, dass ich beide drum voll machen wird. Das hat schon mal geholfen, auf jeden Fall. Also ist auch für die Zuschauer theoretisch das dritte Stellungsspiel einfach im Endeffekt geklärt, wenn man gegen vier Trumpf läuft oder wie auch immer. Gibt es auch Varianten, wo man beide Trumpf voll zwingend macht. Dann. Logischerweise. Das gibt es dann. Wie man das ausnutzen kann. Kreuz Ass. Kreuz Ass wäre gut. Oder Pik 10, ne? Am Ende des Tages. Wuppe. Das ist Wumpe. Brauchst ja nicht mal Pik Dame, kann man so ein Auge mehr so. So, hier entscheiden Sie sich jetzt. Ja. Das mache ich ja, wenn dann schon will ich Und dann Maxi. schon den einen und das eine Auge extra, ne? Ja, genau. Das sind wir schon eitel. Oh. Ach komm, es sind 20. Na ja, gut, du wirst ja wohl Kompatieren wir 0 es mal. reizen oder Ja, 0 wer, keine klaus. Ahnung. Also, dann ist zumindest meine Reinspringen erste würde wer wahrscheinlich. Arbeitshypothese 40. Aha. Aber 40. Auch wieder nicht so richtig geil gefunden. Na gut, wird der muss wohl reichen. laufen. Der muss laufen, ist ja nur die Frage, kommt Oh. erst das Speerlein, aber Oh. bei der Reizung gucken wir lieber einmal. Aha. Genau. Aber das Problem ist Trumpf zu viert, Kreuz zu viert. Schön, schön steht da schon mal nicht. Kreuz zu dritt. Problem ist, dass voll Kreuz zu Überhang dritt. vorhanden ist. Ein voller Überhang. Du hast sehr viele volle, in der Tat, so gesehen. Das ist wahrscheinlich auch wieder ganz. Was Ja, ich kann gibt's Trumpf, denn? Trumpf, Trumpf spielen. Ja, ich kann auch einfach. Du Wir können dir wirst deinen Trumpf Ass gewinnen. einfach geben. Da kommt schon die Aufgabe. So, jetzt müsste mal wieder die Eier an der richtigen Stelle haben. Ding Dong. Dingelingeling. Die Hier ziehen sich bei kommt mir der immer. Eiermann. Ja. Ich werde den mal so rum zelebrieren als Gringelchen. Hab Ein das Gefühl, Grande, ein der lässt sich Grande. irgendwie leichter spielen als das Farbspiel.
kann durchaus sein. Kommt noch dazu. Man sieht ja gleich, was los ist, und das ist in dem Fall natürlich für mich vom Vorteil. Das ist es definitiv. So, Bauern in einer Hand, aber läuft alles. Ist jetzt 20, guck mal, ist ja fast trotzdem Schneider. Fast, fast natürlich Ja, das soll nicht übertreiben. nicht. Moment mal. Wenn du willst, dann. 55 plus gedrückt, der plus 20 hast du gelegt, ne? 75 und Buben 9. Selbst wenn du volles kriegst, ist er nicht Schneider. Ist gut. Was? Mit dem vollen 20, ich 33, jetzt mit Gibt bloß den keine 8 10 mehr dran. von dem Exil, Naja. theoretisch müssten schon, also Schneider, weil es dann 90 werden, aber du wirst es, also ich werde es verhindern, Oh, dass das du halte ich es alles im Kopf nicht aus. Ja, es ist übrigens, ne, das ist übrigens so ein Ding. Das ist schon, das sieht vielleicht ein bisschen besser aus, als es ist. Vielleicht, also ich sag die 18, Du aber könntest recht haben übrigens. Mal gucken, ob die irgendwas Findung war gar unterstützen. nicht schlecht. Die Findung war gar nicht schlecht. Halleluja. Beim Ondö, du, beim Ondö. Das Ding. Heidewitzka. Im Zweifel krank. Vier Assen und zwei Bauern kein Gang spielt, was ist dann los, ne? Was ist denn los? Angst, Kannst doch fressen, Seele auf. Farbe. Den Gang eben habe ich irgendwie, den Gang eben habe ich irgendwie lieber gespielt, muss ich sagen. Nun spiel Farbe. Da fehlt mir du. Ich, da fehlt wieder die Kontrolle mit diesen zwei Düsselbauern da. Mann, Mann, Mann. Wenn ich jetzt wüsste, wie es steht, gibt es wahrscheinlich immer eine Variante auf Sieg. Aber du weißt ja schon gar nicht, wie du den aufschlagen sollst. Bauer raus, bist du fast im. Nee, das kann man nicht machen. Ich glaube, ich habe da keine Lust auf das Spiel. Ich mache mal ein Kreuz doppelt offen, so mit sieben Augen runter. Man kann den ja auch mal so spielen. Ich wollte schon sagen, hol die Ding raus, hol die Glocke raus auf jeden Fall. Also der Krank, der wirst du nicht wirklich glücklich, das kann ich definitiv versprechen. Karo zu viert. Naja, gut. Ich meine, sieben Augen runter, vier Asse, zwei Bauern ist schon, aber das geht schon mit dem Aufschlag los. Ich meine, in dem Fall, wenn ich jetzt Karo Asse irgendwie sowas Lustiges greife, dann ist es ja sogar noch witzig, dass du nicht stechen kannst, aber so richtig schön ist es dann auch nicht. Der Kreuz ist ja, der macht ja ein bisschen mehr Spaß. Das hast du leider auch schon falsch. Das richtige Ass zum Glück auch noch erwischt. Ja. Ich muss ja fast schon vorstechen, das ist doch scheiße. Karo Dame Vorstich oder irgendwie so eine Schmeränzchen, ne? Wahrscheinlich wird es kommen, aber das kann aber schon mal warten. Wenn es andere Menschen gespielt hätte, hätte ich auch ein bisschen mehr Chancen gehabt, aber. Das ist alles nicht gut. Ja, den nehmen wir mal so rum. Guck mal, um die Karo 10 zu retten, hättest du jetzt auch unterstechen können, ne? Hätte ich auch machen können, aber so kriege ich ja auch noch einen Stich, einen weiteren. Krank hätte ich lieber gesehen beim Spiel. Gut, Farbe sah jetzt auch nicht unlukrativ aus. Kann auch farbefrei sein. Ich habe Vierer Länge, Dreier Länge. So, Aber. wir sind irgendwie ein bisschen. Wir sind ein bisschen im Modus. Ich weiß nicht, warum wir im Modus sind, aber wir sind im Attacke-Modus. Warum sind wir im Du bist Attacke-Modus? irgendwie in Fahrt gekommen, ne, im Spiel. Ja, ich hatte jetzt auch irgendwie, es läuft gerade so gut. Ich hatte jetzt auch Lust, hier dieses Spiel mal zu nehmen. Na, endlich mal. Ist denn anders gedrückt mal? Machst du verdeckt oder machst du offen eigentlich? Glaube, ich mal verdeckt. Also. Oh, da wieder du. Wieder mal, das ist doch nicht zu fassen. Hast du Karo. sechs Augen gedrückt? Kann man auch mal machen übrigens. Vor allem, das sieht man nicht, weil jetzt die Dame würde ja was verraten, wenn du drauflegst, der König aber natürlich nicht. Da komm her, ich muss wohl Trumpf spielen. Ich glaube nicht, dass ich Der den Trumpf. Trumpf kann also nicht verkehrt sein. Ich mache jetzt mal eins. Ich schaue mir mal die Geschichte hier an. Hast du mitgenommen?
Ich schaue mal die Geschichte jetzt mal an. Jetzt müsste man Herr 10 oben haben, ne? Das wäre schon. Gut, das ist halt Kreuzdame wahrscheinlich nicht drin. Oder höchstens ganz, ganz, ganz komisch gedrückt. Komplett hinterindisch. Komplett hinterindisch, ja, aber. Ja, jetzt machst du es mir einfach. Jetzt machst du mir Gott sei Dank einfach. Weil sonst, wenn du das Karo Ass spielst, dann weiß ich nicht, ob ich Karo 10 durchlegen muss, oder? Jetzt kann ich doch den immer mitnehmen. Und kann doch Kreuz blank spielen. Ja, gut, hast du wahrscheinlich recht. Mit Karo Ass mache ich es ein bisschen, aber letztlich, ja. Ich glaube, hier alle vollen sind. Ich habe sie nun in der Hand, dann sind alle vollen. Ich wusste schon, dass verteilt. Irgendwas los ist. Irgendwas. Haben wir ja schon. Die Karo Dame drücken ist es der Klassiker, wirklich. Das ist schön, dass das hier alles so offensichtlich ist. Ja, gut, man kann 47 jetzt. Man kann 20 drücken, dann wäre ich in dem Fall nicht viel schlauer. Jetzt will wirklich nur Herz 10 oben halten. Das war's. Ich 20 drücken und ersten rausnehmen. Dann kommst du weit, ne? Dann bist du. Weil du kein Auge neben dran kriegst. Ja, dem Spiel den ersten. Also es war auch wieder, es war jedenfalls ein Spiel wieder mit einer normalen Vortrag, ist der jetzt einfach wieder gegen die vier Trumpf nicht zu gewinnen. Man muss den schon, ja, Herz 10 blank war so die erste Idee und dann denkst du wieder, ja, und dann. Dann bedienst du aber Kreuz nicht. Das wäre ich ja dann auch von der Seite schnell. Ja, wenn ich jetzt tatsächlich Karo Kreuz 10 und Karo Dame gedrückt habe, diese Variante, ne? Die Variante als mit blanke Dame, blanke 10. Ich meine, so aus Ass, König, Dame ist ja schon so ein bisschen ungewöhnlich, aber halt noch nicht ungewöhnlich genug in dem Fall. Ne? So, wie machen wir das? Gut auf jeden Fall. Die Frage ist, ob die Farbe arg viel besser ist. Aber im Undo weiß er zumindest, wie man behandeln muss. Beim Undo spiele ich eigentlich lieber Farbe. Live spiele ich eher lieber krank. 5 Trumpf, Pik Ass, 10 Lusche. Karo Ass, Doppellusche, Herzlusche gedrückt sehr wahrscheinlich und eine andere. Das erste Gute ist immer hier auf jeden Fall. Das erste Gute ist, dass ich jetzt erstmal hier ins Geschäft komme. Wir können einen laufen lassen, es macht aber gar nichts. Wir können ihn auch mitnehmen. Dann muss natürlich Pik kommen. Das muss Maximum sein, das ist korrekt. Trümpfe stehen halt so schön, ne? So, Karo, hatte ich den König gespielt, ne? Ja, korrekt. Das, irgendwie ist ja das Dusselige auch, dass... ein Herz voll, es kommt irgendwie ab, es kommen beide abhanden, so. Beide kommen abhanden? Jetzt kommen sie beide abhanden. Na, gut. Fisch ein Herz voll ist, wenn Herz voll ist, ja, spielst. Ist egal. Ja, ja, ja. 83, Banane. Schönheitsfehler. Banane. Ein kleiner Schönheitsfehler, ne, ist es. Schön, bei 31 Ligen gibt es keine Schönheitsfehler. Achso. Geht doch nicht so mit deinen Punkten um. Na, endlich mal eine gute aufgenommen. Ich drück den so. Herzilein, du darfst nicht traurig sein. So, wir sehen 6 Trumpf, wir sehen Karo Ass Lusche, wir sehen eine Kreuz Lusche und die wahrscheinlich gedrückt ist und Pik 10 Dame. Lusche, wovon wahrscheinlich Pik, also klassisch, so ohne Trumpf voll ist. Ist der klassisch gedrückt, Kreuz, Lusche, Pik 10? So gut ist der gar nicht. Ohne so Trumpf voll ist, ne? Ohne Trumpf voll ist, da kann man auch natürlich die 10 dritt oben halten und den Karo Lusche mitdrücken. Wir nehmen erstmal mit. Der linke hat immer viele Vollen, das gefällt mir schon mal. Die Vollen sind Herz. Sehr dusselig verteilt. Von der kann man sogar Herz-Bubi nachspielen. Trumpf 10 rede ich noch gar nicht. Ja. Ah, er gibt sie gleich. Dann. Ich gebe sie gleich, ich gebe sie gleich. So, du versuchst da was aufzubauen. Ich versuche das nicht nur, sondern es wird auch gelingen. Ist egal, das ist ich komme Kreuz, ich komme Kreuz, da kommst du ja nie drauf. Kommst du nie drauf. Ja, mal gucken, was das du jetzt gegen Gletschern halt gewonnen, das Spiel. Aber es ist wirklich eine Mülltonne. Ich 10 sogar easy hochgespielt, 81. Mann, war das alles easy wieder. So. Wo sind die guten Findungen, wenn man sie braucht? Hier jedenfalls nicht. Pik doppelt offen. Wir starten mal mit dem. Totholz direkt verbrennen. Mich nicht besonders weit nach vorne gebracht, aber auch nicht. Nö, steht zu gleich. Auch nicht unbedingt ewig nach hinten. Können wir sogar mit einem Trumpfstich für euch. Trumpf 10 geht bei Pandin. Aber rauskommt natürlich trotzdem. So.
10-4 gegen 5-0, als ob wir die Rollen getauscht hätten, ne? Genau. Plötzlich andere. Manchmal muss man auch gucken, was die Karte zu einem spricht. Reiz oder Reiz nicht. Du sagtest ja, du willst die Spielanteile ja gleich klar machen. Jetzt, das lasse ich mir natürlich. Irgendwann lässt man sich das dann auch nicht mehr auf sich setzen. Ach, verdammt nochmal. Was schlägst du auf beim. Ach, beim Null? Ich mach jetzt hier. Was schlägst du denn auf? Was soll ich denn aufschlagen? Ein paar Möglichkeiten. Es ist in der Tat, es gibt viele Möglichkeiten. Aber so richtig. Viele attraktiv. Wege führen nach unten. Der war gut. Der war scheiße, aber das Ass steht ja eh blank. Ja, wie kann denn in der Karte jetzt dieses Ass blank stehen? Mit 14 Augen gedrückt hinten und eine volle Dax. Ich habe vorne wieder nicht ein Feuer, das ist doch wieder legendär. Da komme ich jetzt gerade, jetzt muss ich mal gucken, komme ich da überhaupt raus? Warte mal. Wenn du keinen vollen hast, wirst du nicht rauskommen. 15, 29, doch 31 machst du, oder? 14, 16, 31. Ich kann ja direkt so rumspielen. Das ist das Einfachste, ist das nicht ehrlich. Der Pik Bube wird hier zum Matchwinner. Soll ich anbieten und schenken? Naja, du weißt ja, dass du als Ass durchspielen kannst. Das traue ich dir schon zu. Hatte ich schon gespielt. Das ist der einzige Zug übrigens, der rausmacht. Yep. So, drei Spiele noch. Du liegst vorne. Ja, so fett, ist gehört. Fett. Ich bin jetzt null. Jetzt plötzlich, wo ich, ja, glaube, wo ich will, reizt, da wird meine Reizung besser. Weil wenn du gewinnst, das ist halt die Andö-Philosophie, wenn du gewinnst, dann ist das der Unterschied nicht so groß zu dem. Wobei, du blöst wahrscheinlich nur, wahrscheinlich hast du gar nichts. 40 ist aber ein guter Bluff, weil wenn man gar nichts hat beim Skat, oder? Pepsi, 40 passt du. Was soll 40 denn bitte sein? Herz doppelt offen oder was? Oder Karo? Einfach Karo doppelt offen. Das kann auch Kreuz sein, das kann Karo sein, das kann Herz. Ja, Kreuz kann es natürlich auch sein, da bin ich mir ganz sicher, dass es Kreuz sein kann. Wie, hast du ein paar Kreuzen in der Hand oder wie? Ein paar Kreuzen habe ich, die wirst du gleich sehen. Ich glaube, ich krieg's nicht übers Herz, das Ding jetzt als krank zu verblasen. Wer weiß, manchmal verbläst man ja auch die Farbe und der Krank geht leichter. Aber was ist denn 40? Was ist das denn? Lass mich nochmal kurz in den Zwischenstand gucken. 603 zu 786. Krank, doppelt offen. Bin ich auch noch nicht ganz dran, es sei denn, der wird schneiden. Ich glaube, wir werden das mal versuchen, noch nicht in diesem Spiel hier zu entscheiden, ob du vielleicht doch die beiden Alten hast und dann irgendwie Pik zu viert steht. Wir wollen uns mal den so rum angucken. Du überlegst noch bei dem Spiel, oder wie? Zu Kreuz spielst du jetzt. Gott, oh Gott. Das Spiel kann doch für euch nicht. Guck mal. Oh Gott, du musst ja jetzt 10 ausspielen sowieso. Ich hab gedacht, oh Mann. Du spielst Klang jetzt zweimal auf. Ich hab jetzt wirklich, oh Gott, jetzt hab ich mich komplett verguckt auch. Na, jetzt ist es schon weiter. Nee, schon nicht. Ja, du machst doch immer noch. Immer noch raus. Gewinne ich andersrum aus? Was sind das, 14? Nee, gewinnen kann ich ja nie. Du kannst doch das Spiel nicht gewinnen, nur durch nur die Karo als Abstich muss auf anders rumstehen auch noch. Alles gut, ja. Ich hab doch nicht einen Karo gedrückt, wenn ich richtig. Nee, hast du nicht. Alles gut. Das Pik Ass hast du dann ja auch noch in der Hand, also so gesehen. Ja. So, was machst du jetzt noch? 6, jetzt hast du noch Karo 10, 20 und den Herz. Ja, kann Trumpf zurückschieben. Gott, oh Gott. Da habe ich gerade an keinen wirklich gedacht. Und denke mir, Pik Ass, das muss ich ja leider spielen. Na, den Krang will ich wahrscheinlich Schneider gewinnen und dann bin ich knapp vor. Wieso willst du einen Schneider gewinnen? Pik Ass, was willst du machen auf Pik Ass? Schneider gewinnst du denn nie. Okay. Pik Ass, wenn du stichst und dann? Und dann, ja, dann hast du noch Pik da. Ich habe viermal drüben, also das wird Schneider wieder nie. Und wenn du wegschmeißt, dann bist du sogar Gefahr, dass gut, du dann um Pik Ass rauskommst, dann und bei doppelt offen wirst du nur Pik Ass rauskommen. Ja, doppelt offen komme ich immer Pik Ass raus. So, wie viele Punkte sind es denn jetzt? Du bist vorne, du hättest gar nicht reizen müssen, du bist doch vorne. Ja, aber ich will es so ausbauen, dass es reicht. Du willst es ausbauen. 73.
Bringt mir das irgendwas, wenn ich es doppelt auf dem Spiel 80 sind? 100. 80, sage ich, bin irgendwas gestört. 90 sind 1 Spiel 2 auf 3 auf 4. 90, vielleicht noch Schneider. Der denkt der 190. schon wieder über doppelt offen nach. Ist das nicht 90 gemein? sind 176, sind 160, 163, 113. Sonst sind es 103. 103 ist genauso schlecht für dich. Also machen wir Herz einmal. Ach komm, ich bin geil drauf. Ich mach das zweimal. Egal, ich krieg ja schon einen. Jetzt zweimal offen. Ja, die Karte hat natürlich Qualität mit sechs vollen. Tja. Ich weiß auch nicht, das ist doch alles wieder. Kein Pik gedrückt, zwei Karos gedrückt. Was hast du jetzt Na, überlegt, was du daraus machst? naja, ob ich einmal offen oder zweimal offen spiele, aber das Spiel ist, Okay. ob das einen großen Unterschied macht, aber wahrscheinlich nicht. Rang hast du nicht überlegt bei meinem Nee, Bauern, ne? nee, 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 das Logischerweise nie. nicht. Das nie. Da geht es nur darum, ob ich dann auch einen Schneider verschenke, eventuell, aber wenn 4-2 drum stehen, kommst du immer raus und deswegen ist es wahrscheinlich, dass da alle vollen bei den Trümpfen. Ist Alle auch eine Vollen. Karo Ass-Szene, oder? Ja, ich meine, alle Ich Vollen kann doch so spielen stehen ja, sogar. glaube ich, in dem Spiel eher bei dir. Ja, ich glaube, den musst du doch leicht gewinnen. Das ist Ja, doch klar schon gewinne ich wieder leicht. Frage ganz ist nur. easy. Easy on me. Jetzt kann ich auf dem Trumpfvollen spielen oder auf dem Kannst auch Krumm. Karo spielen, alles durchlaufen lassen. Kannst du auch machen. Sieht elegant aus, bringt aber genauso viel. Ich versuche mal auf elegant. Mal gucken. Du kannst auch abwerfen. Tust du aber nicht. Ist Abgeworfen wird ja nichts. alles durchlaufen lassen. Ja, wir Musst du eine tauschen volle abwerfen, oder? Karo 10, glaube ich. Musst du diese abwerfen. Vollen gegen jene. Ja. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Das stelle ich lieber. Du bist der Nächste. Hier, ich vertag das Endspiel nochmal. Jetzt kann ich wieder laufen lassen. Jetzt kannst Sieht du wieder wieder laufen lassen. Es ist besser, aber. elegant Jetzt ist aus. es besser. Nee, habe ich auch keinen Bock drauf. Das ist auch kein Bock. Moment. Moment mal, Bodo. So, okay. Das war natürlich doof. Hätte ich gewusst, dass du dieses Spiel kriegst, hätte ich selbstverständlich davor den Gang doppelt offen gespielt. Denn jetzt ist der Vorsprung so, wenn ich eins gewinne, bin ich bei 7,63. Naja, ein 120er, ne? Genau. Ein 120er. Bitte einmal Universum. Jetzt habe ich zu spät geklingelt, aber wir sagen natürlich erstmal 18. Zack. Okay, es könnte sein, dass das kein 120er geworden ist. Weiß nicht. Also theoretisch ist möglich, kann ich schon mal sagen. Wie ist Was ja immer. stammeln wir denn da jetzt für ein. Da wird wieder ein Notnull, glaube ich, draus werden. Das wird dich freuen, wenn ich das jetzt schon so annonciere, ne? Notnull ist immer die Aufgabe des Gut. Notnull. Ja, die Not ist wirklich groß, vor allen Dingen. Haldewitz. Ja, komm her, ja. Ich glaube, ich habe Ein keinen. Not-Null, tatsächlich. Wir spielen Ganz Pik-Trau. seriöser Notnull mit Ansage. Ich glaube, den kann man nicht mal irgendwie komisch drücken. Da ich leider Der ist aber auf. gewonnen übrigens. Ja? Wenn du es jetzt schon siehst, das freut mich natürlich. Der ist glücklich gewonnen. Das ist sensationell. So eine Mülltonne. Ja, Egal, übrigens, wie ihn freut's. gerückt hast, du kannst ihn gar nicht gedrückt haben, dass das nicht geht. Selbst wenn ich zwei Karos irgendwie gedrückt hätte und Ja, jetzt musst du noch. trotzdem gewinnen. Ja, dann habe ich doch wieder die Ich Nullouvert nicht erkannt. schmeiß Daniel weg. hat den Nullouvert nicht erkannt. So, okay. Also, ja, Spielanteile habe ich ein bisschen aufgeholt. Ich weiß gar nicht mehr, jetzt wird jetzt die drei Serien zusammenrechnen, was das spielanteilmäßig rauskommt. Auf jeden Fall hast du 2 zu 1 erstmal hier dieses Warm-up für dich entschieden. Ich sehe jetzt auch die Uhr. Wir sind auch jetzt doch ganz gut wieder dabei, dafür, dass wir nicht ganz fit sind, ne? Anderthalb Stunden, ich würde sagen, da kann man sich nicht beklagen. Beim nächsten Mal kriegen wir dann hoffentlich den Doppel-Livestream hin. Und für den Moment würde ich sagen, ja, danke Martin, danke alle Zuschauer. Jo. Ja, ich würde sagen, schönen Freitagabend, schönes Wochenende. Haut rein, ne? Macht's gut, bis dann, ciao. Horrido, ciao.